Hochwasserlage durch starkes 5B-Tief steht bevor. Neue Karten, neue Erkenntnisse, neue Einschätzungen. Glück auf und auch ein allerherzliches Willkommen an die neuen Abonnenten. Ich möchte gleich zur Sache kommen. Ich habe aus gutem Grund gestern kein Update gegeben, da die Modelle hin und her springen. Nun ist die Kaltfront aber durchgezogen und das Rappeln der Modellwelt hat auch etwas nachgelassen, wodurch die Hotspots nun recht klar sind. Eines der schwersten Hochwasser der vergangenen Jahre steht einigen Zuschauern wohl bevor. Neben den Hotspots von Niederoberösterreich bis hin zum Riesengebirge wird wohl auch Deutschland einen Streifschuss bekommen. In den Hotspots werden Niederschlagssummen von über 200 bis teilweise 300 Liter pro Quadratmeter berechnet und diese liegen leider auch im Einflussgebiet der Elbe, Donau und Oder. Weiterhin bleibt natürlich die Hoffnung bestehen, dass die Modelle die Lage nun mittlerweile bald im Nowcast herunterrechnen. Leider ist aber mit katastrophalen Zuständen zu rechnen und örtlich dürfte es auch Zerstörungen der Infrastruktur geben. Schauen wir kühlen Kopfes auf die neuesten Karten und auf den neuesten Modelloutput, denn es gibt auch Unterschiede. Und damit steigen wir ein mit dem aktuellen Blick auf das Satellitenbild. Und wir können hier sehr gut erkennen diesen Langwellendruck, den ich bereits schon mal angesprochen habe. Und dieser Langwellendruck ist im Prinzip ein großes Tiefdruckgebiet. Und an diesem Tiefdruckgebiet ziehen eben im Prinzip Tiefdruckgebiete entlang, werden hier über dem Golf von Genua zum Tiefdruckgebiet bzw. zum beginnenden Tiefdruckgebiet. Denn das jetzt hier ist im Prinzip die 5A-Zugrichtung und danach entwickelt sich eben dann durch das Herumführen des Langwellendruckes bzw. des Tiefdruckgebietes um den Langwellendruck herum, entwickelt sich dann eben diese 5B-Wetterlage jetzt hier, die eben nachher neben den 5C-Wetterlagen und auch 5D-Wetterlagen die gefährlichste ist. Und die hat sich eben über die Jahre festgesetzt sozusagen bei den Leuten. Man sieht ja sehr gut in dem aktuellen Satellitenbild, wie die ganze Geschichte jetzt hier schon sozusagen aufgleitet. Und man kann erkennen, die Kaltfront, die hier liegt, bleibt auch liegen. Dementsprechend genau in diesem Bereich, entschuldigt, dass ich ab und zu mal ein kleines bisschen vielleicht einen Versprecher heute drin habe, denn es geht auch nicht so an mir vorbei, weil ich solche Karten auch noch nie gesehen habe, beziehungsweise ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Gerade in diesem Bereich wird eben dieses Tief hier entlangziehen und teilweise durch die herumgeholte Warmluft jetzt hier extreme Regenfälle auslösen. Wir schauen mal rein in die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und da sieht man eben auch, welche kalten Luftmassen jetzt hier nach Süden hereingehen sozusagen. Ja, man kann gut erkennen, wie das Ganze jetzt hier weiter nach Süden geht. Wir sehen die Entstehung dieses Tiefdruckgebietes und wir erkennen auch, dass die Kaltfront nachher gar nicht weiter Richtung Osten vorankommt. Was ich damit sagen will, ist, man sieht gut, wie das 5B-Tief sich dann hier eindreht und eben, wie bereits eben schon erwähnt, diese warmen Luftmassen auf die bodennahe Kaltluft hier aufgleiten lassen und eben dann auch diese Staueffekte an den Gebirgen nachher mit sozusagen entstehen und das alles noch ein bisschen verschärft. Was heißt ein bisschen? Sehr, sehr stark verschärft teilweise. Ja, wie auch immer, die ganze Geschichte wird dann liegen bleiben. Leider Gottes ist dieses 5B-Tief auch in dieser Lage, dass das eben nicht wirklich weiter nach Norden zieht, wie das eigentlich der Fall ist, weil es eben blockiert wird und sich eben dann hier eintritt und dementsprechend, dass wie ein Fettauge auf der Hühnersuppe nachher hier hin und her eiert so ein kleines bisschen und dementsprechend auch die Prognose in 48 und 72 Stunden relativ schwierig erscheinen lässt, beziehungsweise schwierig macht. Man kann auch gut erkennen, wie das Ding sich jetzt eben hier richtig eintritt und schaut mal diese warme Spitze hier, wie das eben hier reinkommt nachher, ne? Und eben dann auf diese Kaltluft auftrifft. Man sieht auch sehr gut in den Alpen und teilweise davor gehen die Temperaturen in 1500 Metern bis auf minus 1 Grad zurück. Das ist die Schneefallgrenze, das kommen wir auch noch gleich zu. Ja, wie gesagt, Freunde, ich habe sehr viel jetzt in dem Video vorbereitet. Ich möchte mich aber trotzdem kurz fassen, weil das sehr viel Input ist auch. Man sieht auch sehr gut die Isobarndrängung hier. Dementsprechend Nordstau, volles Rohr, auch sehr viel Wind. Ja, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Das sind alles diese Sachen, die jetzt hier in den kommenden Tagen eben bedacht werden müssen und man sieht eben auch, wie das Ding sich eingräbt und erst Richtung Montag dann abgeschwächt wird und wie gesagt, man erkennt auch, es zieht nicht weiter.
Es gräbt sich sozusagen ein, und das ist eben auch das Gefährliche an dieser Wetterlage, weil diese Zugbahn eben nachher nach Norden hin nicht weitergegeben ist. Ja, wie sieht das Ganze dann aus? Man kann gut erkennen, wie sich die Niederschläge jetzt hier formieren. Ja, man kann gut erkennen, dass das auch schubweise passiert, und ja, es sind wirklich sehr hohe Mengen hier drin. In Bezug jetzt auf die Umlagerungen nochmal. Ich möchte das nochmal ganz kurz verdeutlichen. Oben rechts die Timeline, für wann das eben ist, damit man so ein kleines bisschen auch dieses Timing sozusagen ja, berücksichtigt, wie auch immer. Ne? Denn es wird, wie gesagt, schubweise passieren. Das Ganze ist jetzt eben so, diese schleifende Kaltfront hier über Tschechien bis nach Polen, die bleibt eben liegen. Ich hatte es bereits schon erwähnt, und gerade dort wird sich dann in der Nacht von heute auf morgen dann das 5B-Tief richtig ja, etablieren. Die Niederschläge werden stark oder stärker werden, und dann passiert es eben, dass immer wieder Warmluft herumgeholt wird und dieselben Gebiete immer wieder von Niederschlägen eben heimgesucht werden. Und dann kommt eben schubweise immer wieder aus Osten auch was Neues nach. Also wie gesagt, es wird auch mal Pausen geben, ne? Aber gerade in den Hotspots wird es eben auch dauerdurchregnen, mal stärker, mal weniger stark. Und in den Alpen wird es natürlich unheimlich hohe Schneemengen geben nachher, auch oberhalb von 1200 bis 1300 Metern. Gegebenenfalls durch Isothermie, herunterdrückende Niederschlagsverdunstungskälte in stärkeren Regengebieten nachher auch eben teilweise bis auf unter 1000 Metern. Wir gehen gleich nochmal drauf ein, Freunde. Stück für Stück. Ich möchte euch jetzt nochmal die Karten präsentieren, die eben jetzt hier seitens der Modelle berechnet wurden mit den Vorläufen sozusagen und mit den jetzt aktuellsten Läufen, damit man so ein kleines bisschen einschätzen kann, inwieweit jetzt die Modelle gegebenenfalls variiert sind. Wir sehen hier die akkumulierten Niederschlagsummen bis in die Nacht von Montag auf Dienstag sozusagen. Ja? Und da kann man gut erkennen, wo hier die Hotspots liegen. Wir konzentrieren uns auf die lila Färbungen, teilweise bis in die dunkelvioletten Färbungen, ja, da konzentrieren wir uns jetzt mal drauf. Und das sind wir eben hier in diesen Bereichen, teilweise 200 bis 250 Liter auf dem Quadratmeter in Staulagen. Hier sieht man das auch sehr gut. Niederoberösterreich, teilweise über 300 Liter auf den Quadratmeter werden hier berechnet durch das GFS-Modell mit dem gestrigen 12er-Rechenlauf. Der neueste Rechenlauf hat die ganze Geschichte ein kleines bisschen runtergenommen. Ja, man muss aber auch sagen, dass der Niederschlag, der jetzt schon gefallen ist, eben auch in den neuen Rechenläufen schon abgezogen wurde sozusagen. Dementsprechend kann das auch ein kleines bisschen täuschen nachher. Ja, wie auch immer. Das GFS-Modell, wie gesagt, mit den Hotspots jetzt hier. Man kann das sehr gut erkennen. Wenn man dann im Prinzip die ganzen Bereiche übereinander legt, kann man dann auch gucken, ja, wo wird eben dann hier das meiste sehr wahrscheinlich passieren. Und das ist eben jetzt modellübergreifend eben in diesen Hotspots, die ich bereits eben schon angesprochen habe. Wir schauen gleich nochmal auf die Karte. Das ECMWF-Modell hat die ganze Sache ein kleines bisschen abgeschwächt, muss man tatsächlich sagen. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, hat aber trotzdem auch noch Peaks gerade Richtung Adlergebirge. Also das sind ja die Sudeten jetzt hier, ne? Riesengebirge, Adlergebirge nachher. Und gerade Richtung Adlergebirge werden trotzdem teilweise noch über 200 bis 300 Liter auf den Quadratmeter berechnet. Ein bisschen Sound von der Uhr genommen worden ist Richtung Österreich. Wäre ich trotzdem noch vorsichtig. Ja, wie gesagt, die anderen Modelle sehen das wieder ein kleines bisschen anders nachher. Zum Beispiel wie das IKNU-Modell mit dem gestrigen Rechenlauf. Sehen wir sehr gut hier im Süden. Wie gesagt, Freunde, ich lasse das jetzt mal durchlaufen, so ein kleines bisschen. Die Werte bleiben dieselben, ja, beziehungsweise bloß die ja, Lagen ändern sich. Das neueste Icon-Modell hat die Sache auch wieder ein kleines bisschen entschärft, wie das ECMWF-Modell, das neue. Aber wie gesagt, ich hatte es auch schon erwähnt, die Niederschläge, die jetzt eben bis zu dem Termin schon gefallen sind, sind dort eben schon nicht mehr berücksichtigt, logischerweise. Die Kanadier mit dem GEM-Modell, ja, wieder sehr, sehr forsch nach vorne geprescht mit dem gestrigen Rechenlauf. Und der neueste Rechenlauf hat die ganze Geschichte jetzt ein kleines bisschen weiter nach Osten gedrückt, trotzdem im Riesengebirge noch über 200 Liter auf dem Quadratmeter. Und auch wie gesagt, Niederoberösterreich auch über 200 Liter auf dem Quadratmeter. Und hier ist auch ein Peak dabei mit 400 Liter auf dem Quadratmeter. Also, Freunde, wie gesagt, wenn es nicht so kommt, ist das sehr, sehr gut. Aber der Modelloutput ist eben entscheidend, und das muss man einfach ansprechen. Das ist leider Gottes so. Das IFES-Modell, das KI-basierte ECMWF, hat mit dem gestrigen Rechenlauf die Werte auch relativ gut drinne, beziehungsweise bildet eben durch die Glättung auch die Hotspots sehr gut ab. Man kann das hier gut erkennen, auch wieder Adler, beziehungsweise Sudeten, quasi dann hier Riesengebirge, Adlergebirge und eben auch der Nordstau der Alpen hier volles Rohr mit drin. Und dann eben auch die weiten Flächen von Tschechien nachher, ja. Also wie gesagt, das geht ja alles in die Elbe, beziehungsweise Donau und eben dann auch Oder rein. Wir schauen gleich nochmal drauf.
Das neue IVES-Modell hat im Prinzip die Sache ja so gut wie gleich drin. Ein kleines bisschen verschoben, muss man tatsächlich abwarten. Das Aperche-Modell ist jetzt mit seiner Berechnung in 102 Stunden auch in den Bereich reingeraten, wo es eben jetzt zu einer akkumulierten Niederschlagssumme von über 300 Litern kommt, weil eben der Vorhersagezeitraum jetzt hier mit reinpasst. Und da kann man auch gut erkennen, dass hier eben auch Sachsen teilweise mit betroffen sein könnte. Und da kommen wir eben gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie gesagt, ich möchte jetzt bloß nochmal ganz kurz auf die Niederschläge eingehen, die hier über die ganzen Modelle nachher berechnet werden, damit man das auch sensibel einordnen kann, beziehungsweise dann nachher auch so ein paar kleine Unsicherheiten nachher mit anspricht, nachher, wie gesagt. Ja, das ist eben im Prinzip jetzt die Vorhersage in Bezug auf die globalen Modelle. Ich hatte es eben bereits schon angesprochen, Freunde. Die Bereiche mit den Niederschlagssummen in Bezug auf Sachsen jetzt mal ganz kurz nochmal. Mir gefällt das überhaupt nicht, dass die Regionalmodelle, zum Beispiel das Harmony-Modell, das DMI quasi von den Dänen, dass die Geschichte jetzt sogar hier in Sachsen berechnet wird bis Samstag 14 Uhr gerade mal, wo wir im Prinzip dann noch den Sonntag und den Montag mit berücksichtigen müssen, der jetzt noch gar nicht berechnet wird, weil das Modell bloß bis 54 Stunden rechnet. Was ich damit sagen will, ist, hier werden hohe Regensummen auch Richtung Sachsen geschickt und der neueste Rechenlauf, der ist ähnlich, ja, und hier geht es teilweise auch bis an die 150 Liter auf den Quadratmeter ran, wie gesagt, bis Samstagabend diesmal. Also wie gesagt, das ist diese Wundertüte, die ich bereits angesprochen habe, Freunde. Wir wollen jetzt mal ganz kurz noch schauen, das Einzugsgebiet der Elbe. Wir können das jetzt hier sehr gut erkennen. Ja, wir haben im Prinzip den Egergraben, also auf tschechischer Seite. Die Moldau wird eben im Prinzip in die, oder mündet sozusagen nördlich von Prag in die Elbe. Und auch die obere Elbe sozusagen aus dem Riesengebirge kommt hier rein und hat eben dann auch nur den Abfluss, den westlichen Abfluss des Adlergebirges quasi mit drin. Und dementsprechend alles, was jetzt hier sozusagen von in der Linie Mitte Tschechien bis Westtschechien sozusagen fällt an Regen bis nach Süden sogar, geht in die Elbe. So, und wenn wir jetzt mal diese Bereiche nehmen, ja, und tatsächlich nochmal kurz auf die Modelle zurückschauen, wie gesagt, Freunde, ich möchte das mal ganz kurz einordnen. Wir grenzen mal diese Bereiche ein, die hier in die Elbe geraten, wodurch eben dann nachher Niederschläge, beziehungsweise nicht vorhandene Niederschläge in Deutschland natürlich eine trügerische Ruhe vermuten lassen. Aber dieser Niederschlag, dieser Regen kommt eben nachher auch in die Elbe rein und die Elbe geht eben hier entlang sozusagen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Na? Die geht hier entlang und hier so weiter. Ja, das war jetzt ein bisschen, na, nicht ganz, na? Aber ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend, dieser ganze Bereich jetzt hier, ich grenze nochmal ein. Der geht hier in die Elbe. So, und wenn wir jetzt mal ganz kurz durchgehen, mit den neuesten Rechenläufen natürlich, kann man hier erkennen, was hier teilweise für Mengen eben fallen, die uns jetzt so gar nicht auffallen, aber eben dann ein paar Tage später aus Süden reinkommen. Und das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, Freunde, muss ich tatsächlich sagen. Und wenn man jetzt einfach mal bedenkt in Bezug, ja, viele werden es schon mitbekommen haben, in Bezug auf die, ja, auf die Brücke halt. Na, wie gesagt, das ist, es ist die Karo, ja, die, jetzt muss ich gerade überlegen, die Carola-Brücke, genau, die ist eingestürzt in Dresden. Und diese Brücke, wenn man das jetzt mal so sich zu Gemüte führt, die Elbe geht hier durch, die wird natürlich hier einen Stau auslösen. Wenn von Süden her größere Gegenstände mitgebracht werden, gegebenenfalls Baumstämme, irgendwelche anderen Sachen, ja, Bretter, Holz, was weiß ich, irgendwelche fortgerissenen Gartenlauben, gegebenenfalls, man will es jetzt nicht beschreien, irgendwelche, ich hoffe es natürlich nicht, ne, irgendwelche, ja, Wohnwagen oder so. Das wird hier alles gestaut und dementsprechend, also die möchten hier in Dresden tatsächlich die Warnungen oder die Meldungen, die Wetterdienste in den Augen behalten und gegebenenfalls hier irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass die Brücke wegkommt. Ja, also das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Na, abgesehen davon, dass sie trotzdem glimpflich ausgegangen ist und es hier keine weiteren Personenschäden zu beklagen gibt. Ne? Wie gesagt, Freunde, das mal so, was man hier alles so noch berücksichtigen muss in Bezug auf den Niederschlag, der eben von Tschechien her nach Norden hin dann durchdrückt. Eine weitere Geschichte, die Oder, Freunde, gerade in diesen Bereichen jetzt, wir haben hier wieder das Riesengebirge und hier das, ja, das, na, Adlergebirge.
Und gerade in diesem Bereich, wo hier die höchsten Niederschlagssummen fallen, sind eben volles Rohr im Einzugsgebiet der Oder. Und das fließt alles hier rein. Und dementsprechend ist dann auch Richtung Frankfurt nachher mit ein paar Tagen Verzögerung mit Hochwasser zu rechnen. Auch die Neiße möchte ich auch noch erwähnen. Ja, die geht hier entlang und springt auch hier im Riesengebirge. Es ist möglich, dass dort nachher eben auch Überschwemmungen zu vermuten sind. Und man muss hier wirklich sich rantasten, von Rechenlauf zu Rechenlauf schauen. Ja. Was ich auch noch ansprechen möchte, Freunde, ist diese Geschichte mit den Taupunkten. Ja, warum die Taupunkte? Man kann das gut erkennen, gerade in diesen Bereichen jetzt hier am Sonntag, haben wir über Polen teilweise Taupunkte von 15, 16, 17 Grad anliegen. Das bedeutet, es wird schwülwarme Luftmasse um das Tief herumgeholt, die dann eben hier volles Rohr nachher gegen die Sudeten prallen. Im Süden ist das nicht so der Fall. Dort sind die Taupunkte geringer. Dort ist im Prinzip nachher die Wahrscheinlichkeit von konvektiven Niederschlägen in Bezug auf Schauerstraßen, Gewitterstraßen, die eben aus diesem Bereich jetzt hier reinkommen, ja, überhaupt nicht so gegeben. Soll aber jetzt keine Entwarnung bedeuten. Was ich damit sagen will, ist, gerade diese Bereiche jetzt hier sind unheimliche Wundertüten, weil eben im Prinzip auch Gewitterstraßen nachher variieren können, die jetzt noch die Modelle gar nicht so richtig drin haben. Und dementsprechend ist auch meiner Meinung nach Sachsen noch nicht ganz wegzusprechen. Ja? Man muss jetzt die Regionalmodelle ranlassen, aber wie gesagt, die Kuh ist hier immer noch nicht ganz vom Eis. Mir gefällt das eben nicht mit diesen Warmlufteinschubgewittern, und das ist eine so komplexe Wetterlage, Freunde, da können so viele Überraschungen passieren. Wie lange wird dieses Tiefdruckgebiet sich hier eingraben? Wie lange wird eben im Prinzip jetzt hier feuchtwarme Luftmasse in der Höhe auch herumgeholt? Wie gesagt nochmal, Freunde, wir haben hier die Theta-E-Werte, also quasi die pseudopotentielle Temperatur in 1500 Metern Höhe. Was bedeuten würde, wenn die Temperatur hier um die 50 Grad erreichen würde in dieser Höhe, was sie nie machen wird, ja? Würde jegliche Feuchtigkeit auskondensieren. Es ist ein Maß für die Feuchtigkeit in diesem Bereich jetzt hier. Und wenn man eben dann die bodennahen Taupunkte sich ja auch noch mit zu Gemüte führt, diese Luftmasse hier oben ist sehr konvektiv behaftet, beziehungsweise können ja auch Gewitter und wie gesagt Schauer entstehen. Und das ist eben das Komplizierte an dieser Wetterlage, dass man eben im Prinzip nicht genau weiß, wo dann diese Schauerstraßen, diese konvektiven meridional, also auf die Gebirgszüge orthogonal ziehenden Schauer- und Gewitterstraßen nachher, wo die dann genau langziehen werden. Und wie gesagt, ich bin auch noch nicht ganz davon überzeugt, dass das nicht doch weiter vielleicht Richtung Westen noch kommen könnte in den kommenden Rechenläufen bzw. Tagen. Das muss man Stück für Stück tatsächlich abwarten. Das ist einfach so. Und man muss sich hier rantasten. Fakt ist eins, die Modelle deuten auf eine schwere Hochwasserlage hin mit allem, was man sich ja leider Gottes in den Hotspots vorstellen kann und muss. Das muss einfach angesprochen werden. Ja, Freunde, ein weiteres Thema, ja, der Wind. Es wird natürlich durch den scharfen Druckgradient, ich hatte es eben bereits schon angesprochen, wird es auch Wind geben. Schaut mal, teilweise Samstag, Sonntag, ja, bis zu, ja, teilweise Böen um die 70, gegebenenfalls auch 80 Kilometer pro Stunde. Das wird richtig ungemütlich werden, ja, es wird auch stürmisch werden weiter oben auf den Bergen. Und dementsprechend, ja, also das ungemütlichste Wetter, was man sich eigentlich vorstellen kann, weil es eben auch die Temperatur drückt. Und dementsprechend, gerade wer sich im Urlaub befindet, Richtung Österreich oder so, also Freunde, das könnt ihr eigentlich so gut wie abhaken. Das wird auch nicht so ungefährlich werden. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz ein Wort darüber verlieren in Bezug auf die Karte jetzt mit den Niederschlägen in Bezug auf den Schnee bis zum Montag 8 Uhr früh. Wir haben hier teilweise über 150 Kilogramm Schnee auf den Quadratmeter. Was so viel bedeutet, je nach Höhenlage, ungefähr einen halben Meter bis zu einem anderthalben Meter Schnee können hier fallen, teilweise ganz weit oben sind auch 2 Meter Neuschnee möglich in der kurzen Zeit. Das sind extremste Schneefälle. Es wird in diesen Bereichen unheimlich viele Murenabgänge geben. Auch Lawinen werden aus diesen Schneebereichen in die verregneten Täler gegebenenfalls runterkommen. Die werden wahrscheinlich auch an ungünstigen Nordflanken der Berge auch den einen oder anderen Wald mitreißen. Oder es werden unvorhergesehene Dinge passieren. Leiterseilschwingungen, Freunde, die Schneefallgrenze und die
Temperaturgrenze, die Frostgrenze, die schwankt. Und dementsprechend gibt es auch immer wieder, mal angenommen, ein Baum steht auf 1200 Metern Höhe und die Schneefallgrenze bzw. die Frostgrenze, oder auf 1300 Meter von mir aus, und die Frostgrenze, die schwankt von 1200 bis 1300 Meter immer so hin und her. Dann klebt der Schnee einmal an, dann friert er wieder an, dann gibt es wieder Antauen, dann klebt er wieder an. Und so, so werden die Flächen von Seilbahnen, die Züge zum Beispiel, die werden immer größer, die Seile sozusagen, dann die Flächen der Bäume werden immer größer, die Bäume sind dort ja noch voll belaubt, also das wird eine richtig markante Wetterlage dort unten, gerade wer sich in diesen Bereichen jetzt hier im Urlaub befinden seit den kommenden Tagen, Freunde, von wegen Wandern, das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. Im Gegenteil, ihr begebt euch vielleicht sogar noch in Gefahr durch irgendwelche Murenabgänge oder irgendwas, was da noch passieren kann. Das ist keine Panikmache. Das ist einfach sensibel betrachtet in Bezug auf das, was hier die Modelle eben ausspucken. Da kann man nicht nur ablesen, da muss man eben auch die Gefahren nachher mit interpretieren, was da eben passieren könnte. Da passieren Dinge, die können sich die Leute eben einfach auch noch nicht vorstellen. Und das wird eben aber leider Gottes passieren. Wenn man das jetzt mal schaut, was hier im Prinzip in Niederschlägen auf den Quadratmeter bis in den Zeitraum herunterkommt, kann man eben auch gut erkennen, was hier teilweise in diesen Bereichen passiert. Und da habe ich eben jetzt mal diese Warnkarte vorbereitet nachher. Ja, und da sieht man eben sehr gut, gerade in diesen Bereichen jetzt hier wird es eben zu extremen Schneefällen kommen, Freunde. Ja, da werden teilweise über 200 Liter auf den Quadratmeter in Schneeform berechnet. Das ist extrem. Andersrum wird dieser Niederschlag natürlich auch in der Höhe dann gebunden, was nicht sofort in die Donau abfließen würde. Ja, wäre wiederum gut. Andersrum, wie gesagt, in Bezug auf diese extreme Schneelage dort wiederum auch nicht gut. Also dort werden sehr viele unvorhergesehene Dinge sehr wahrscheinlich passieren. Also ich kann es nur wieder sagen, Freunde, wer sich dort unten im Urlaub befinden sollte, seht zu, dass er heimkommt. Ja, also das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Und wer weiß, ob ihr danach überhaupt noch aus den ganzen Urlaubsgebieten rauskommt. Ja, in Bezug auf die Hochwassergeschichten, Murenabgänge, schnell sind irgendwelche Passstraßen zugeschneit, beziehungsweise Bäume liegen davor, irgendwelche Stromleitungen liegen davor, irgendwelche Murenabgänge haben alles versperrt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass irgendwelche Orte von der Außenwelt abgeschnitten sein könnten. Das sind alles so Sachen, die man eben bedenken muss, Freunde. Ja, weiter im Text. Also wie gesagt, in den roten Bereichen teilweise 100 bis 150, örtlich 200 Liter auf den Quadratmeter. Dasselbe gilt eben hier für die in den Nordstaubereich, in diesen lilanen Bereichen, teilweise 200 bis über 250, teilweise 300 Liter auf den Quadratmeter ungünstigen Staulagen. Das gilt auch für diese Bereiche hier. Ich hatte es bereits erwähnt, die Wundertüte wird hier Sachsen sein in Bezug auf die etwaigen konvektiven Niederschläge, die hier noch reinkommen. Also wie gesagt, man muss die ganze Sache wirklich sehr sensibel betrachten und man muss eben auch aufpassen, dass man hier nicht überschnappt bzw. auch nicht die Panik walten lässt. Das ist Panik und Angst sind nie ein guter Ratgeber. Kühlen Kopf bewahren, die Modelle interpretieren, schauen, was kann ich für Vorkehrungen treffen. Das ist einfach so. Und mit was muss ich gegebenenfalls ja nachher eben auch rechnen, Freunde. Es tut mir leid, dass dieses Video jetzt so lang geworden ist, aber es nützt eben alles nichts. Und nochmal abschließend ein kurzes Wort in Bezug auf die Ensembles jetzt hier. Mir sieht das sehr gut. Bezug auf Zittau gestern, der Wasserblock, den wir hier unten sehen, der wurde ein kleines bisschen minimiert, muss man tatsächlich sagen. Und es gibt auch hier eine sogenannte Regenpause mal mit inbegriffen. Ja, für Linz hat sich die ganze Sache nicht geändert. Der Wasserblock ist näher gekommen und dementsprechend auch ja weiterhin. Und dann wird eben auch berechnet, dass die ganze Geschichte hier Richtung 16., 17. September gegebenenfalls nochmal aufleben könnte, aufgrund dieses Eindrehen dieses Tiefdruckgebietes, was vielleicht auch liegen bleiben könnte. Also Freunde, ihr merkt, das ist so komplex, man muss sich hier von Tag zu Tag rantasten, nowcasten, die Flusspegel beobachten. Ja, was ist schon gefallen, was kommt noch dazu? Das wird für alle eine sehr, sehr angespannte Lage werden und ich hoffe, dass es wirklich keine schweren Schäden gibt. Aber wie gesagt, bei diesen Berechnungen, ja, Jelenia Gora, nördlich des Riesenbürges gelegen, wie gesagt, mit dem gestrigen Rechenlauf in dem Ensemble jetzt hier. Ja, und heute sieht man den aktuellen Lauf dementsprechend, Freunde. Ja, man muss hier wirklich aufpassen. Wie gesagt, ich hatte alles bereits angesprochen und nochmal ein ganz kurzes Wort. Ja, wer, wie gesagt, ich blende es nochmal ein ganz kurz, ne? Die Warnkarte.
wer, wie gesagt, in diesen Gebieten hier wohnt, ne? Also wer Verwandte oder Bekannte in diesen Gebieten hat, warnt sie. Wer an den Gebieten wohnt, trefft Vorkehrungen. Wer an den Gebieten im Urlaub ist und keinen Fluss oder einen Fluss sozusagen in der Nähe hat, fahrt heim. Und wie gesagt, auch mit den Schneelagen hatte ich bereits eben angesprochen. Das ist wirklich kein Spaß und ja, denn es werden halt wirklich über 3 Tage lang hinweg Niederschlagssummen berechnet, die eigentlich für 3 Monate gut wären. Das ist, wie gesagt, auch keine Panikmache. Und diejenigen, die das schreiben, ja, fahrt in die Gebiete und helft gegebenenfalls dann später. Ja? Und dann sprechen wir uns wieder. Wie gesagt, diese Wetterlage wird ja für einiges an Meldungen leider sorgen. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Ich schaue morgen nochmal drauf und ich hoffe, dass die Modelle für unsere Nachbarn die ganze Geschichte auch noch zurückrechnen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis später, wenn ihr möchtet. Ja? Glück auf und ciao.